Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Okay, erstmal, wir müssen rasten, damit Palegina geheilt wird. Zweitens, wir haben wieder Zugang zum Skriptorium und zur Sammlung. Wir müssen ja noch in der Sammlung was beenden. What you want, Ground Stink? Ja, ich würde gerne rasten. Die billigste Rast reicht, glaube ich, erstmal. Wo auch immer wir das Zimmer mit dem Kamin hier haben. So. Bester Teil vom Aufwachen. Hm? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder ins Skriptorium runter. Weil da haben wir uns erstens noch nicht ganz umgesehen und zweitens noch nicht fertig mit der netten Dame unterhalten. So. Ein Bibliothekar, den wir anreden können. Das Orakel sieht alles. Ja, was passiert, wenn wir hier dran gehen? Dann passiert gerade nichts. Fantanische Bräuche. Schilfrollen und Palmlatten. Okay. Täter der Trübung und Verbrennungsofen. Und die Tür ist noch nicht offen. Ich nehme mal an, die führt uns entweder weiter oder... Egal, ob sie durch Magie oder Mechanik verriegelt wurde, diese Tür sich nicht bewegen. Oder sie führt uns zu den Archiven. Wenn alles hier im Skriptorium irgendwie zusammenläuft. Erinnerung einer Hebamme. Geschichte vom Ankerplatz. Tagebuch eines unbekannten Piraten. Ja, das ist eigentlich auch nett gemacht. Wir können die Sachen lesen. Wir dürfen sie nur nicht mitnehmen. Jonas letztes Tagebuch. Ah ja, das kenne ich. Das ist mit Gain-Anbetung. Kettenblitz, das reicht nicht hier. Diese Feuerscheibe brennt so hell vor dir und die Hitze ist so intensiv, dass sie dich aus einigen Metern Entfernung verbrühen könnte. Es sein lassen, ich will mir keine Brandwunde jetzt noch zuziehen. Ich habe so das Gefühl, genau das würde passieren. Das hässliche Gerät vor dir brummt leise, aber vollkommen tonlos. Die summende Empfindung geschieht nicht in deinen Ohren, wie du bemerkst, sondern am Rand deines Geistes. Mhm. Und hier drüben waren wir noch nicht. Irgendwelche Palmlatten. Schriftrolle. Das Licht, das auf das Buch auf diesem Sockel leuchtet, scheint die Worte auf dem Einband zu verdunkeln. Das Geschriebene wird glitschig und undeutlich und läuft irgendwann die geneigten Seiten hinunter und aus dem Folianten heraus in einen am Boden vor dem Pult stehenden Trog zum Auffangen. Tinte fließt ebenfalls zwischen den Seiten heraus und man könnte meinen, dass das Buch weint. Als der letzte Tropfen aus dem Buch geflossen ist, sind die Seiten völlig leer. Okay, das Rätsel müssen wir wohl in den Archiven lösen. Reden wir erstmal mit ihr hier. Greetings, Visitor.
Welcome back to the Scriptorium. Sei gegrüßt, Besucher. Willkommen zurück im Skriptorium. How else might I help you? Wie soll ich dir sonst helfen? Die Leute hier, sie scheinen alle voreingenommen zu sein. The Scriptorium was recently breached by one of the subjects from the collections. There is nothing to be concerned about, but it might impact the demeanors of those present here. Das Skriptorium wurde vor kurzem von einem Subjekt der Sammlung verletzt. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte das Verhalten der hier Anwesenden beeinflussen. Der Flüchtling aus der Sammlung, ich nehme nicht an, dass das ein maskierter Zauberer war? Perhaps, if the wizard has procured a mask for himself, did you encounter him? Vielleicht, wenn der Zauberer für sich selbst eine Maske beschafft hat. Bist du ihm begegnet? Sie hält inne, die Schreibfeder sitzt über ihren Seiten. Kurz, kannst du mir etwas über ihn sagen? Natürlich würde er wahnsinnig werden, so gefangen hier unten. Was könnte man so sagen? Kurz. I'm afraid not. Ich fürchte nein, die Frau macht noch ein paar Notizen in ihr Tagebuch. The individual in question's record has been expunged. He no longer exists. Der Eintrag der fraglichen Person wurde ausgelöscht, er existiert nicht länger. A wizard of his standing is not so easily removed from history. Much like a tumor, bits of him are no doubt everywhere. Ein Zauberer seines Standes lässt sich nicht einfach aus der Geschichte entfernen. Wie beim Tumor sind überall Teile von ihm. Poste Nagoi doesn't work that way. Records, ledges, all of this is just scribbles, an expression, not the thing itself. Poste Nagoi, so funktioniert das nicht. Einträge, Listen, das ist alles nur Gekritzel, ein Ausdruck, nicht die Sache selbst. Ich suche eine Erzmagierin namens Maura. She generally limits her excursions to the archives. Though she was recently working at the Trephine. Normalerweise beschränkt sie ihre Ausflüge auf die Archive, obwohl sie in letzter Zeit an der Trephine arbeitete. Sie zeigt oft ein seltsames Gerät im Süden. She respects our work. So the Oracle allows her limited access to the archives and scriptorium. They have established an accord. Sie respektiert unsere Arbeit, daher erlaubt ihr das Orakel beschränkten Zugang zum Archiv und zum Skriptorium. Sie haben ein Abkommen getroffen. You hear this? Never trust an Archmage. They will conspire with anyone or anything if it serves their interests. Hörst du das? Traue niemals einem Erzmagier. Sie konspirieren mit jedem oder allem, wenn es ihren Interessen dient. Wer ist das Orakel? The Oracle of Well. They manage the halls in the name of he who sees and is not seen. Das Orakel von Well. Sie verwaltet die Hallen im Namen von er, der sieht und nicht gesehen wird. Another zealot in service to the ghosts of Engwith. Noch ein Eiferer im Dienste der Geister von Engwith. Kann ich mit diesem Orakel sprechen? Sehr informativ. Sie dienen also Vail. Das bedeutet, dass dieser ganze Ort Vail dient? Nehmen wir mal das. All we do here, we do in Vail's name. Alles, was wir hier tun, tun wir in Vails Namen. Aha. Bist du für diesen Ort verantwortlich? Of the scriptorium, in a manner of speaking. Of the halls obscured? No. Für das Skriptorium auf gewisse Weise. Für die verschleierten Hallen? Nein. That would be the Oracle. Das wäre das Orakel. Du scheinst die Person zu sein, die man zu den verschleierten Hallen befragen sollte. Dieses Zeug an den Wänden, das hat mit dem Körper von Wade zu tun? Nehmen wir mal die drei. I will provide what answers I can. Ich werde antworten, soweit ich das kann. Was machst du hier im Skriptorium? Wir halten hier fest, was in den Hallen geschieht. Sie deutet auf die Schreibgelehrten. Whereas the wings contain those things redacted from the world above, the scriptorium keeps the history of the halls themselves. Während in den Flügeln die Dinge aufbewahrt werden, die von der Welt über uns herausgegeben wurden, bewahrt das Skriptorium die Geschichte der Hallen selbst auf. Also ja. Die Gehege, ich habe vergessen, wie es nochmal genau heißt, da werden Wesen aufbewahrt, die einfach herausgegeben wurden von der Welt. Also die irgendwie eingesammelt wurden oder nicht mehr gewollt wurden. Und in den Archiven werden Texte und Dokumente und so Zeug aufbewahrt. Und im das Skriptorium ist das große Tagebuch von dem Ganzen. So nach dem Motto Tag 43, Objekt 42 hat sich übergeben, Buch 27 wurde ins falsche Regal gepackt. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Was kannst du mir über die Archive erzählen? The archives contain the sum whole of the historical record of Aora, both the original drafts and the edits.
Die Archive enthalten alle historischen Einträge von Eora. Sowohl die Originalentwürfe als auch die Bearbeitungen. Take care that you do not confuse the two. I have my doubts about the quality of a blind librarian's record keeping. Pass auf, dass du die zwei nicht verwechselst. Ich habe meinen Zweifel bei Bibliothekseinträgen von Blinden. Fasina verschränkt die Arme. Further, they contain a number of unusual and interesting artifacts. I believe that we are in possession of one of the warrior Riona's boots. Außerdem erhalten sie auch eine Reihe von ungewöhnlichen und interessanten Artefakten. Ich glaube, wir besitzen sogar einen der Stiefel der Kriegerin Riona. Nur einen. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn mal der andere gebraucht wird. Palegina und Eder tauschen kurz verwirrte Blicke. Welchen Zweck hat die Sammlung? The collection store those individuals and creatures determined to be detrimental to Eora and the work of the gods. Die Sammlung bewahrt jene Personen und Kreaturen, die sich entschlossen haben, für Eora und das Werk der Götter abträglich zu sein. Said as if they are one and the same. Gesagt, als wären sie ein und dasselbe. Sie schüttelt langsam den Kopf. Rather than allow the redacted materials to go to waste, we revise and anthologize, occasionally releasing amended texts. Anstatt das redigierte Material verkümmern zu lassen, überarbeiten wir es und geben es heraus. Hin und wieder geben wir berichtigte Texte wieder heraus. Wer sagt, welcher Text richtig ist? Ist dies das Zentrum der Okkulten Hand? A womb, perhaps, but not the fetus. The hand occult no more possesses a center than well does. Ein Schoß vielleicht, aber nicht der Fötus. Die Okkulte Hand besitzt genauso wenig ein Zentrum wie Whale. So eine Beschreibung ist mir auch neu. Sehr interessant und obskur. Even their organization has tentacles. No matter how many limbs we cut, there is always something unspeakable to grow in its place. Selbst ihre Organisation hat Tentakel. Egal wie viele Gliedmaßen wir abschneiden, es wächst immer wieder etwas Entsetzliches an deren Stelle. Mhm. Wie lange kommt Maura hierher? I would have to consult the records to provide a more precise answer. Jahrzehnte. Ich müsste den Einträgen nachsehen, um eine genauere Antwort geben zu können. Her interest lay in the arcane applications of the Titan. The Oracle has determined that her studies benefit well. Sie interessiert sich für die arkanen Anwendungen von Titan. Also von dem Titan wahrscheinlich. Das Orakel hat festgestellt, dass ihre Studien Whale dienen. This Oracle would not have approved of Maura unless she had something to exploit. Dieses Orakel hätte niemals Maura zugestimmt, wenn sie keinen Nutzen bringen würde. Fasina kneift die Augen zusammen. That is hardly comforting. Das beruhigt mich nicht gerade. Alof kaut an einem Fingerknöchel und runzelt die Stirn. Sie neigt den Kopf. How else might I help you? Wie soll ich dir sonst helfen? Dieses Zeug an den Wänden, das hat mit dem Körper von Wade zu tun? The Titan rests beneath the facility. Its ties to the halls obscured have grown extensive over time. Der Titan ruht unter der Einrichtung. Seine Verbindung zu dem verschleierten Handel sind stärker geworden, größer mit der Zeit. Ist es gefährlich? Pfui. Ist es kein großes Geheimnis? Warum erzählst du mir das? Nehmen wir mal das. Whatever your opinion of yourself, you pose no grave threat to Wells work. Welche Meinung du auch immer von dir hast, du stellst keine große Bedrohung für Wales Arbeit dar. Na danke, tschüss. Okay. Wir müssen. Also, die Treffine, das ist das Ding, mit dem Maura gearbeitet hat. Katheter der Trübung, mit dem können wir noch nichts anfangen. Und der Verbrennungsofen, ja, der ist einfach ein Verbrennungsofen. Da können wir das Horn schmelzen. Aber naja, das mache ich jetzt erstmal nicht. So, wir sind wieder in diesem dieser Leichengülle. Ja, augmentiertes Fleischkonstrukt. So, Schnellspeichern erfolgreich.
Ein übelriechender Wind weht von Zeit zu Zeit durch die vielen Öffnungen des Instruments. Als du dich näherst, bahnt sich ein klapperndes Geräusch seinen Weg entlang der Röhrenstängeln wie das Räuspern einer alten, rostigen Kehle. Wir versuchen erstmal wirklich Tain. Du sprichst den Zauberspruch, erkennst dabei die Stimme, die über die gesamte Länge des Schlauchnetzwerks widerhallt, kaum als deine eigene. Ja, Tains Ding verloren. Nach einer langen Pause hörst du entfernt ein verwirrtes und verängstigtes Gebrüll von der Sammlung oben. Burkhardt, die Bewegungen und Stimme erfüllen den Saal. Die Gefangenen sind erwacht.